Freunde der Volksmusik, willkommen zu einem neuen Outtakes-Video hier auf unserem Kanal, hier auf Kekorino. Beim Dreh von unserem letzten Video haben wir nicht nur sehr gefroren, sondern auch ziemlich viel Scheiße gelabert und diese könnt ihr jetzt sehen. Viel Spaß dabei. Weißt du, warum du es machst? Hier, deshalb. Ja. Nur wegen der Kohle macht ihr das. Nur wegen der Kohle macht ihr das. Ja? Ihr habt eure Seele verkauft. Ja, ihr Satanisten. Hallo Leute, hallo. Hallo, hört ihr mich oder was? Hallo, hallo. Deine Existenz kotzt mich an. Mich auch übrigens. Deine selber? Ja. Ich wollte eigentlich 30 Minuten saftigen Döner beißen. Ja, ne? Ich will auch mal einen saftigen Döner beißen heute. Ne? Wollen wir mit Kamera einen Döner da? Wollen wir den selben Döner beißen? Das ist nämlich Homo-Shit. Meine Gebärmutter. Wir teilen alles gut, oder nicht? Ja. Wie mein erstes Kind. So, ah ja, ich hätte dann übrigens gerne noch meine Unterhose zurück. Die klebt fest. Was? Ich krieg sie nicht mehr ab. Ja Leute, lange Zeit ist es her. Warum ihr euch fragt, okay. Nick, jetzt fahr ein dein Ding. Junge. Lass mich doch mal anfangen, ihr Affen. Ja, bitte. Wir haben's hier. Warte mal, meine Mutti guckt an. Hallo Mama, grüß dich. Ich hab was für mein Video vor, okay? Das ist sehr, sehr dumm. Ich stehe auf richtig harte, lange Schwänze. Liebe Leute, lang ist's her. Wir haben natürlich die... Alter, ich kann nicht mehr reden, wirklich. Wir haben so lange keine Videos mehr gemacht. Und du schneidest da eh nichts Lustiges also, rein. Also, kommt schon eher als lustig. Weil alles lustig ist, ist ein Front gegen dich. Und das kannte der Kevin, der zensiert uns, Leute. Schaut nicht weg. Schaut nicht weg. Bringt in den Medien mal die Wahrheit. Wir sind wegen der Wahrheit hier. Die Wahrheit. Nur die Wahrheit zählt. Jetzt mal wirklich ein Fokus auf den Dreh hier. Fokus auf was? Fokus auf den Dreh hier. Es war auf jeden Fall eine richtig geile Idee, hier mitten im Winter wieder anzufangen zu drehen. In einem Studio, was noch keine Heizung hat. Danke dir, Digga, Alter. Ja, perfekt. Das ist gut. Junge, das muss. Das ist richtig gut. Das ist es. Leute, dafür bin ich hier. So können wir arbeiten. Danke, Digga, Alter. Leute, wir haben uns 15 Uhr getroffen. Seht ihr das? Wir haben uns 15 Uhr. Soll ich mal kurz einen Kekarino-Chat lieben, Leute? Junge, wir kriegen einen Bad wie Monte. Bin 14:25 bei dir, ne? Kommt lange Zeit nichts mehr. Schreibe ich, schick Sprachnachricht rein. Kommt so, yo, brauch noch. Du kennst uns doch. Gut, ihr Lappen, schreibe ich. Okay, schreibt der Kevin. 14:36, also 11 Minuten später, als er losmachen wollte. Ey, Niki Lumo, ich mach los. Wisst ihr, was denn kommt? 14:49. Können wir machen, noch ist der Kevin bei mir. Das waren weitere 13 Minuten. Und 14:52 kommt die. Ich denke mal, dass der Kevin jetzt langsam unterwegs ist. Die Nachricht kam jetzt vor kurzem erst beim Kevin an. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Vorgeschlagene Produkte, warum wird mir das vorgeschlagen? Wieso wird mir sowas vorgeschlagen? Brauche ich schon einen BH oder was? Aber ja, gestern wird irgendwie ein 8-armiger reingehoben. 5 Flaschen am Tag, das ist mein Limit. Das ist mein Ding. Hey Leute, ihr seid auch noch da? Ich habe euch gar nicht erwartet. Hey Leute, ach, ihr seid da auch noch stramm. Hey Leute, ach, ihr seid auch noch da? Ihr habt euch bestimmt gefragt, was wir noch so in letzter Zeit gemampft haben. Was soll ich da immer machen? Oh nee, Digga, das reicht. Ey. Hey Leute, euch habe ich überhaupt nicht. Ihr fragt euch, was in letzter Zeit noch so bei uns passiert ist. Welche Möglichkeit gibt es, damit Sie nicht mehr so aggressiv sind? Wie lange wollt ihr mich denn jetzt hier festhalten, verflucht? Ihre Erregung ist in dieser Situation zu hoch. Das findest du voll geil. Geht dir einer bei ab, ne? Nee, du musst aus dem Bild. Nina, ich will das Bild, Mama! Ihr fragt euch wahrscheinlich, was ist in letzter Zeit so bei uns passiert? Genau. Nichts. Guck, mach mal die wieder. Softbox an die Sache noch. Ja. Passt gut. Meine Augen! Du sagst, es ist mir ein Meme Addict. Was soll ich denn sagen? Ja. Ja. Außerdem sind wir jetzt auch ziemliche Meme Addicts geworden. Schauen wir das Meme an. Ich kann ja jetzt sagen, dass der Kevin noch 20 Mal will, das neu drehen.
Ich so, Junge, lass die Sinne nochmal drehen, ich bin zufrieden. Wenn du so weitermachst, ja! Jetzt komm, ich bleib ruhig. Wir waren gerade bei der Szene, du. Wallah, ich mach dich glimmen. Oder nein? Okay, nochmal. Nochmal? Nochmal neu. Nochmal neu. Hey, Niklas, traust du dir das zu? Ich meine, es sind drei Buchstaben. Wallah, nein. Wir sind aus dem in letzter Zeit ziemliche Meme-Addicts geworden. Boah, ich bin umgefallen, hab die Kamera angezogen. Du willst das mit Absicht, Niklas, du provozierst das. Nick versucht einfach straight. Guck mal, ich vergesse sonst meinen Text, Alter. Wow, das ist verdammt viel. Dieses Adrenalin, und das ist für Sie ganz wichtig zu verstehen, blockiert Ihr Denken. Außerdem sind wir in letzter Zeit ziemliche... Kannst du mit deinem Fuß bitte aufhören? Ja, muss halt immer keine Musik reinschneiden. Ich nehme dir nur Arbeit ab, wenn du schon Musik wieder kommt. Und jetzt verschwinde! Hurensohn, wird dir das glauben.